Ja. Würdest du mal werfen? Ja, alle mal ein Stück weg. Mhm. Ich würde gerne wissen, was für einen Schaden macht mit dem Ding. 1000. Oh. Beendet uns mal. Alter Schwede, das hat mich jetzt auch schon weggezogen. Ach guck mal, jetzt kriegen wir die Schwerte auf. Sieht ihr das? Vielleicht können wir das genutzen. Habe ich gesehen? Ich habe eine Qualle auf dem Kopf. Ist das gewollt? Hä? Was müssen wir denn jetzt machen? Guck auf! Kriegst du die Qualle da unten? Nein. Ui. Kann man die irgendwie entfernen? Warte, bleib mal stehen. Das ist nichts Persönliches. Oh, ne. Okay, ich zieh dir das Leben ab. Oh, hier kommen andere Spieler. Ist die Falle wieder weg? Da hinten fliegt die Falle. Oh, jetzt hab ich auch die Falle auf dem Kopf. Au! Danke! Au! Nicht mich töten! Was ist das für ein Depp? Aber du hast danach die Qualle vom Kopf, oder? Sie ist schon wieder auf dem Kopf. Oh, da vorne Molly, Entschuldigung! Oh oh! Ja, und sobald du wieder gerettet wirst, hast du die Qualle vom Kopf, oder? Ja, was wir hier machen? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich überleben. Neue Quallen raus. Kann man die abschießen oder noch? Jetzt habe ich die schon wieder. Die hat mich doch gar nicht erwischt. Danke. Gerne. Aber müssen wir wahrscheinlich noch 40% aushalten. Ah doch, mit Einschuss kriegst du die weg. Oh no. Deine Rockets gerade wie Sau. Tötet mich. Danke. Oh, Entschuldigung. Alter, ich kann dich nicht heilen. Ich beam ja immer hin und her. Kann ich ihn mal aufheben? Hallo. Was muss ich denn drücken? Ah, jetzt seh ich's. Wenn du anfangen willst, bist du irgendwann. Boah, wie ein bisschen Schrumpf. Wieso schießen die denn auf Spieler, die sowieso tot sind? Hab wieder so ein Ding am Kopf. Die Kasse alles. Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Wollt ihr mal schon? Okay.
Okay. Jetzt gemeinsam, Leute. Kann man das einsammeln? Ja. Aber mir ruckelt's gerade wie Sau. Das geht ja gar nicht. Aber was habe ich eingesammelt? Irgendwelche Sporen. Das sieht scheiße aus. Bestimmt irgendwas Wertvolles. Ich weiß es nicht, aber können wir jetzt sicher stehen bleiben, weil ich muss mal kurz pullern. Ja. Da ist dann auch das Geruckel gleich vorbei. Ich habe nur die oberen. Mhm. Ui, es ruckelt immer noch. Da drauf und dann quasi mit dem Schieberegler rein. Und dann F für Use. Also ich glaube, ich muss neu starten, weil das ist sehr eklig. Okay. Ja, du spawnst ja wieder hier direkt, wenn du jetzt ausdrückst hier einmal. Ja. Okay. Also wir sind hier, wir stehen hier. Oh, ich bin komplett raus. Das ist okay. Hast du jetzt was reingemacht? Dauert dann 3 Sekunden länger. Ja, ich habe 3/4 voll. Danke, Koala. Einmalige Profis hier. Das sind meine Getränke. Claudia. So. Oh, das sieht wieder gut aus. Was ist denn? Go-Team, ab in die Stadt. Ja. Nimm mal das mit, was ich noch nicht kenne. Na klar. Jetzt bist du doch nicht abgebaut. Toll, ich bin gerade an der Brücke entlang geschwommen. Hast du gewusst, dass der noch kleiner ist? Scheiße. Hätte ich mal rüber gucken können, ne? Ja. Doof. Ist doof gelaufen. Oh. Ja, habe ich, Claudia. Das? Oh, Scheiße. Doch nicht einfach stehen bleiben, Mensch. Ich war einen halben Schritt hinter dir. Kannst du doch nicht einfach bremsen, Mensch. Ja, da war was Blutfähiges, aber es war nur ein Busch. Im Augenwinkel gesehen. Ich wollte gerade den Menschen erschießen, aber er ist despawned. Schade. Wir kommen in einer Safe Zone mit einem Supermarkt. Ja, The Mary ist hier. Hab ich jetzt auch wieder Stimmen?
Good. Sollte auch draufklicken. Ja. Yeah, I figured this was the wir haben aber noch keine Stimmen. Die haben wir noch nicht einmal gehört. These towers are even supposed to let you travel between worlds, but I haven't been able to figure out how. Maybe you'll have more luck. Either way, I'm glad it got you here. Deadsville is the perfect place to dig up info on the area. That merchant over by the old truck looks like she gets around. Maybe she knows something useful. So, Tasken, die soll ich öffnen. Aber ich bin doch schon die Welten geswitcht. Warum soll ich denn jetzt nochmal machen? Weil das Game sagt, mach es. Toll. Ja, dann switch ich mal wieder zurück, ne? Da vorne ist so ein Ding. Und auf geht's. Na, ja, du sollst ihn denn nur angucken. Tschüss, Vespo. Was? Okay. Kannst du wieder zurück switchen. Solltest du jetzt auch, weil du musst nämlich mit der Händlerin reden. Das ist, wenn man schnell liest und sich überfliegen, den Kontext bildet und dann genau diese zwei Worte, dieses nicht, oder? Das Problem. Da. Wo ist die Eule denn? Ist nicht gerade Mary? Achso. Nein, das ist das Claire, okay. Weißt du, wie du Eule aufrufst? Eule. See anything you like. I'm always open for business. Wait. You're a Mayfly, aren't you? Thank God, I could use some help. My name's Claire. Claire Lay. Reingetappt. Normally I'm a wandering merchant, but now I'm stuck here. Übrigens unglaublich seriös mit deiner Maske im Gesicht. I sent a team over to a place called the Rotten Manor 3 days ago to collect some goods for me. Ja, gut, ne? But they never came back. Ich mach's sowieso, im Stream mache ich nur noch, ich verunstalte meine Charaktere. Maybe they ran off with the goods. Finde ich gut. Ja. Don't be so cynical. I've been through thick and thin with them. Sunland habe ich mit angefangen. Und, wie heißt es nochmal? Nightingale habe ich komplett übertrieben. Okay, das bietet aber auch die Möglichkeit, die Karte verunstalten. Rumor is, the Rotten Manor seems. Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt, shit. All I know is what I heard from that well-dressed gentleman over there. He should be able to tell you more. He definitely stands out. We better see what he knows. Good luck. Oh, and I'll happily pay a reward if you can recover my stuff for me. I'll mark the location of the Rotten Manor on your map for you. Just, make sure to stock up on ammo before you go, alright? Vespo vom Backenbart, genau. Ja, halt mal mit der Kamera nochmal hoch und runter. Was willst du machen? Mit der Kamera auf und ab, wie geht das nochmal? Nicht schlimm. Beim Fotos machen? Hm. Rechte Maustaste gedrückt halten. I know the place for the first time. Through the unknown, unremembered gate. Das ist der Gentleman hier von der Stadt? Okay. Ah, a Mayfly. And one who seems to be brimming with potential. A pleasure to make your acquaintance. Do you know about a deviation affecting this area? You've come to the right man. I am Samuel Lowe.